Ihr Lieben, ich begrüße euch am Löwenfeuer und ich begrüße meinen lieben Freund Martin Zoller, der aus Panama angereist ist, ja? Hallo, lieber Oliver, genau aus Panama vor 3 Tagen und jetzt vielen Dank für die Gastfreundschaft hier im wunderschönen und kraftvollen Valle de Bravo in Mexiko. Freue mich sehr, dass Martin mich wieder besucht. Wir kennen uns ja seit unserem Film Root Republic, wo wir das erste Interview damals zusammengeführt haben. Und wir haben hier im Valle de Bravo jetzt die Casa Xuhu gegründet. Und die Casa Xuhu wird eine Art Zuflucht, ein Begegnungsort für Träumer, für Menschen, die das Träumen noch nicht verlernt haben und für Menschen, die noch nicht verlernt haben, wie Magie funktioniert, dass es andere Welten gibt und wie man sich durch diese Welten bewegt. Und die Idee ist, dass jeder, der in der Casa Xuhu zu Gast ist, dafür bezahlt für den Aufenthalt, aber nicht mit Geld, sondern mit etwas Kraftvollem, was mit seiner Arbeit oder mit seinen Träumen zu tun hat, was in der Casa Xuhu bleibt und dann anderen wieder weiterhelfen kann. Was hast du uns mitgebracht, Martin? Ja, Oliver, als du mir das erzählt hattest, fand ich die Idee natürlich super schön und ich hatte auch gleich die Idee, dass ich euch diese Karten hier, das sind meine neuen Orakelkarten, die heißen Prophezeiungen, mitbringen möchte. Die sind sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr schön und ich denke, die repräsentieren auch gut meine Arbeit und sehr gut dazu passend dann auch hier diesen schönen Kalender fürs 2023. Wir sind ja Anfangs Dezember, 2. Advent und dann dachte ich, passt auch dieser Kalender für das kommende Jahr. Jeder Monat hat eine Karte oder ich habe für jeden Monat eine Karte gezogen. Und da sieht man dann auch die Mondkalender. Ich dachte, dann habt ihr auch noch hier was für das ganze Jahr über, mit dem man dann auch etwas meditieren kann mit den einzelnen Zitaten der Monate. Danke dir, lieber Martin. Sehr gerne. Nochmal herzlich willkommen in der Casa Xuhu. Weil wir von 2023 reden, der Jaguar hat mir ja vor 2 Jahren gesagt, Oliver, wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, wohin du gehst, dann kann nichts und niemand dich verletzen oder töten. Nicht in dieser Welt und in keiner anderen. Und gerade in der jetzigen Zeit, die sehr schwierig ist, fällt mir auf, wie wichtig das ist, dass man ein Projekt hat, dass man eine Mission hat, dass man auf seinem Herzensweg ist und dem folgt. Weil wenn ich auf dem Weg bin, dann kann mich das Außen nicht mehr so sehr angreifen. Machst du auch die Erfahrung? Absolut, ich spüre das genauso. Also erstens mal, für mich hat das auch viel damit zu tun, dass man seinen Begabungen, seiner Berufung folgt, seinen Talenten und wenn man diese gefunden hat und diesem Weg folgt, dann ist man, wie du sagst, dem Weg des Jaguars, der Weg der inneren Kraft. Also man lebt sozusagen seine Lebensaufgabe, könnte man sagen. Und da hat man natürlich eine sehr schöne und kraftvolle Führung und wird dann natürlich auch an so wunderbare Orte getragen wie ihr hier jetzt. Ist es so, dass wenn du auf deinem Weg bist, wenn du auf deinem Herzensweg bist, dass sich irgendwie das Universum dir entgegenbiegt, dass auf einmal Wunder geschehen, dass Synchronizitäten entstehen, dass irgendwie die Welt um dich herum sich ändert? Ich denke auf jeden Fall nicht nur die Welt und die Synchronizitäten, sondern man begegnet dann auch super interessanten und spannenden Menschen. Und wir hatten ja, wann war das? Vor ein paar Wochen waren wir in der Schweiz für deinen neuen Film mit den schwarzen Schafen. Und da hast du ja auch sehr, sehr viele spannende Menschen kennengelernt, hast du mir erzählt, dass ich denke, wie du auch erlebst, durch deine Tätigkeiten, so mit Menschen, denen man begegnet, Arbeiten, die man ausführt, wird das Leben, ich nenne es auch manchmal so ein bisschen ein Märchen oder eben eine Geschichte der Kraft und der Magie. Das ist ja ein Märchen ganz oft, dass es heißt, du kannst ins Zauberland gehen oder in den Zauberwald oder was auch immer, aber du musst reinen Herzens sein. Und du musst daran glauben, dass es funktioniert. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich für unseren Film Black Sheep Society gemacht, wo wir dich ja auch interviewt haben, wo es um die schwarzen Schafe geht, um die Menschen, die anders sind, die Menschen, die nicht dem folgen, was die Masse vorgibt, sondern die irgendwie spüren, nee, ich bin irgendwie anders, ich sollte irgendwie einen anderen Weg gehen. Und dann haben wir unter anderem Daniele Ganser angeschrieben. Und ich habe nicht mal mit einer Antwort gerechnet, weil der kriegt natürlich so viele Anfragen. Und dann schrieb er mir sofort zurück und hat gesagt, ich mache im Moment in keinem einzigen Filmprojekt mit, aber die Black Sheep Society ist mir wichtig und deswegen bin ich dabei. Und da habe ich wieder gemerkt, die Kraft des, ich glaube daran, dass dieser Film wichtig ist und gleichzeitig aber wieder loslassen und dem Leben auch wieder Luft geben zu agieren. Ne? Mhm. Also nicht an jedem einzelnen Schritt total festklammern, sondern ein Ziel vor Augen haben, das Ziel nicht mehr aus den Augen lassen und dann das Leben kommen lassen, oder? Ja, ich denke, das ist auch eine wichtige
Technik in der Meditation, wenn man mit der Visualisierung arbeitet, das heißt ja auch, und das ist sehr wichtig, dass man sich auf eine Vision konzentriert, diese ins Universum sendet, aber nicht festklammert dann, sondern wie du es auch gesagt hast, absenden und dann dem Universum vertrauen, dass es das, was für einen wichtig ist, bringt. Und dann ist oft die Vision ist dann das, was man anpeilt, und den Weg selber, das ist dann auch die Magie des Lebens. Das habt ihr ja hier auch gesehen, wir haben auch schöne Ausflüge gemacht schon bei euch hier in den Bergen und bei der Migration der Schmetterlinge, Die Monarch. Monarchschmetterlinge. Und das war auch so eine schöne Begegnung dort. Das waren Millionen von Schmetterlingen. Ein schönes Bild des Lebens. Die folgen auch intuitiv, instinktiv, reisen die vom Norden der USA bis hierhin und überwintern hier sozusagen. Und dann ziehen sie wieder zurück. Und das ist ein bisschen wie der inneren Vision folgend. Man muss gar nicht unbedingt immer wissen, ja, wieso man genau sich jetzt treiben lässt, sondern wichtig ist, dass man dahin kommt, wo man sein sollte. Wahrscheinlich siehst du das auch so, Olli, oder? Ja, ja. Ja, dem Leben vertrauen. Ich habe ja mal meinen Lehrer im Dschungel in Kolumbien, den Taita Isaias, da wollte ich ein bisschen seine Sprache. Das sind Ingan, die sprechen Ingano, eine alte indianische Sprache. Da habe ich ihn gefragt, was heißt Liebe in eurer Sprache? Und dann sagt er, Liebe heißt Kuyasunch. Ich sagte, oh, Kuyasunch heißt Liebe, schönes Wort. 2 Wochen später habe ich ihn gefragt, was heißt Vertrauen? Und er sagt, Vertrauen heißt Kuyasunch. Und ich sage, nee, Kuyasunch heißt ja schon Liebe. Und dann guckt er mich an, fassungslos, und sagt, aber Oliver, ohne Vertrauen gibt es ja gar keine Liebe. Und der Satz wiegt immer noch schwer in mir und der bohrt auch immer tiefer. Mhm. Und wir Menschen wollen ja wieder das Leben lieben. Ne? Wir wollen die Angst vor dem Leben ablegen. Aber wie können wir das Leben lieben, wenn wir ihm nicht vertrauen? Das funktioniert ja nicht. Ja, und ich denke, da ist auch das Reisen sehr wichtig, weil ihr seid jetzt auch eine Woche hier ungefähr. Mhm. Und etwas Neues, das Alte loszulassen und ins Neue zu tauchen, das braucht ja auch immer Vertrauen ins Leben. Und das braucht auch die Liebe an den neuen Ort und das Leben per se, dass man weiß, jetzt lasse ich einfach das Alte los und öffne mich dem Neuen, und dann führt es einmal solche Orte wie ihr hier ja auch. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat mal einer gesagt. Und ich glaube, der war ein Diktator. Der hat viele Menschen in den Tod getrieben. Ob man jetzt einem Satz von so jemand folgen soll. Für mich ist es genau andersrum. Kontrolle ist alte Welt. Wir Menschen wollen alles kontrollieren. Das Wetter und die Gezeiten und dies und das. Anstatt zu sagen, wow, warte mal, never change a winning team. Ne? Mhm. Das Leben ist ein winning team. Wahrscheinlich seit Milliarden oder länger von Jahren weiß das Leben ja, was es tut. Also vertrau doch mal diesem Team. Und lass das Team mal machen. Die wissen schon, was sie tun. Und konzentriere dich auf dein Ding und fertig. Und nicht immer alles kontrollieren wollen. Und ich denke, da komme ich so als Gleichnis von diesem Bild des Teams, könnte man sagen, und Intuition ist der Trainer. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich wollte noch eine Sache fragen zu deinen Karten, zu den Prophezeiungen. Ich habe ja schon ein bisschen reingeguckt. Aha. Und das ist jetzt nicht nur Sonnenschein, dann siehst du Glück und Frieden und Liebe und Harmonie, sondern da sind auch Karten dabei, die haben, wie soll man sagen, nicht düster, aber die haben auch so schwere Aufgaben in sich, ne? Ich habe diese Karten absichtlich sehr ganzheitlich gemacht. Genau, es hat hier zum Beispiel auch eine Karte, die heißt Unterdrückung. Es heißt eine andere, die heißt Ruin. Für mich war es wichtig, dass die Karten die ganzheitlichen Aspekte des Lebens zeigen. Sie haben natürlich auch schöne Energien wie Glaube, wie Empfängnis, wie Schwangerschaft, Freundschaft. Also es ging mir wirklich darum, mit diesen Karten das ganzheitliche Leben zu zeigen. Und es geht ja nicht darum, wenn man jetzt zum Beispiel die Karte Ruin hat, dass man dann das Handtuch wirft und das Gefühl hat, alles ist vorbei. Nein, im Gegenteil, dass man dann auch für sich versucht zu spüren und zu erkennen, gut, wenn schon diese Karte auftaucht, was bedeutet das für mich? Und wie gehe ich damit um? Und was gibt mir das für Möglichkeiten? Zum Beispiel ist jetzt hier die Schlussaussage: Ruin ist die Kehrseite des Gewinnes, weine dem Verlust nicht nach, schau nach vorne und geh weiter. Also es ist dann schon auch wichtig, immer dann noch schon das Positive aus jeder Situation zu sehen. Wenn man sich sagt, gut, wenn ich weiß, dass ich vieles loslassen muss, dann bedeutet das auch, dass ich dafür in meinem Rucksack wieder ganz viel Platz habe für Neues. Ja. Ja, wenn der Parkplatz voll ist, können keine neuen Autos reinfahren. Ne? Genau, genau. Im Prinzip. Und wenn man da die Möglichkeit hat, loszulassen, ohne Angst zu haben, das ist auch wieder Vertrauen.
Es ist auch wieder Vertrauen, auch zu wissen, gut, es kommt ein bisschen kompliziert, aber dafür geht es auch weiter und dafür machen wir dann, gehen wir das nächste Kapitel des Lebens an. Weißt du übrigens schon mit deinem Film, gibt es da schon gewisse Daten, Eckdaten, wann wie als nächstes geplant ist? Da vertraue ich dem Leben, aber es ist schon so, dass wir vor Weihnachten einen ersten Trailer rausschicken wollen. Das erfahrt ihr natürlich auch hier im Kanal. Und im Januar wird ein englischer Trailer auf dem internationalen Greater Reset laufen. Der Greater Reset ist eben nicht der Great Reset vom World Economic Forum, sondern der Greater Reset. Da kommen in Texas und in Mexiko, in Morelia, sehr viele freidenkende Menschen aus aller Herren Länder zusammen, um sich auszutauschen. Wie können wir eine neue Welt bauen? Wie könnte eine neue Welt aussehen, die nicht mehr, sage ich mal, unter der Fuchtel von Regimes irgendwie abgewickelt wird? Und da werden wir den englischen Trailer zeigen und wahrscheinlich im April den Film rausbringen. April, Mai nächstes Jahr, denke ich. Schön. Ich denke, es ist eine wichtige dieser Film enthält wahrscheinlich sehr viele wichtige Nachrichten für Menschen, die spüren, dass sie anders sind, aber Angst haben, sich mit diesem Anderssein auseinanderzusetzen. Das ist in meiner Erfahrung oft ein Problem bei ganz vielen, dass sie eigentlich spüren, es gibt einen anderen Weg, ich würde den gerne gehen, aber ich habe Angst davor. Die Angst, nicht dazuzugehören. Ne? Wir haben diesen Herdentrieb, dieses, wenn ich zur Herde gehöre, kann mir nichts passieren. Wenn der Löwe die Zebras angreift, versuchen sie im Knäuel zu bleiben und möglichst in der Mitte, dann holt sich der Löwe jemand anders. Und gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, ist es extrem wichtig, nicht unbedingt per se immer anderer Meinung zu sein. Wenn die Meinung der Masse zufällig meine Meinung ist, ja klar, dann sage ich sie, aber halt zu mir zu stehen und zu sagen, ich sehe das anders. Und wenn ihr dann alle gegen mich seid, dann ist es so, dann lebe ich damit. Der Daniele Ganser hat es sehr schön gesagt in seinem Interview, weil der hat ja damals, als er 9/11 angefangen hat zu hinterfragen, hat er einen riesen Shitstorm geerntet. Dann habe ich ihn gefragt, Daniele, das tut ja schon weh, so ein Shitstorm, wie geht man damit um? Und dann sagt er, ja Oliver, so ein Shitstorm tut sehr weh, aber dieser Schmerz ist nichts im Vergleich zu dem Schmerz, wenn du dich ein Leben lang verbiegst. Ja. Uff, das ging tief. Und ich hatte das, wo ich mich wieder als schwarzes Schaf unter schwarzen Schafen gefühlt habe, als so vor 2 Jahren auf vielen Telegram-Kanälen geschrieben wurde, das Licht wird gegen die Dunkelheit siegen. Und ich habe in mir gespürt, nein, darum geht's nicht. Die Dunkelheit ist nicht schlecht. Es geht mehr um eine Balance zwischen Licht und Dunkelheit. Und wir kriegen die neue Welt nicht beisammen, wenn wir jetzt nur noch in Liebe und Frieden uns an den Händen halten und ums Feuer tanzen, jetzt mal ein bisschen provokativ gesagt. Wir müssen in die Dunkelheit und die Dunkelheit ist doch da, wo die Schätze sind, oder? Und was mir jetzt gerade noch kommt, vielleicht sind diese Schmerzen, von denen der Daniel auch gesprochen hat, sowas wie Geburtsschmerzen. Ja. Also man löst sich ja von diesem alten Bewusstsein, weil man das Gefühl hatte, das war's. Und wenn man dann dem eigenen inneren anderen Schaf folgt und sich von der alten Herde löst, dann ist es ja auch wie ein Sterben und gleichzeitig ein Geborenwerden in das neue Ich, in jenes Ich, das auch den eigenen Weg geht, das dem schwarzen, in Anführungszeichen, Schaf folgt, sich von der Herde löst und symbolisch ist das natürlich auch eine. Auf der einen Seite kann man sagen, der Schmerz des Sterbens und gleichzeitig der Schmerz der Geburt. Und apropos Geburt, was wirst du denn gebären in 2023? Was hast du so vor mit uns? So, gebären. Wie die schwarzen Schafe. Also wenn ihr dann den Film seht, das war jetzt so eine Anspielung auf eine Sequenz im Film, mehr verraten wir dazu nicht. Also was werde ich gebären? Ja, bei mir oder bei uns, bei mir und meiner Freundin stehen nächstes Jahr auch viele spannende Projekte an. Zum Beispiel gemeinsam mit dir haben wir geplant, für Ende März bis Anfang April 2023 geben wir in Panama ein Retreat. Wir gaben diesen Sommer bereits ein 10-tägiges Retreat mit Meditationen, mit Yoga, mit Aura-Lesen, mit Heilsitzungen, mit 3 Ayahuasca-Zeremonien und einer Peyote-Zeremonie, natürlich auch vielen Ausflügen in die Natur. Wir sind da am Meer an.
Also es geht darum, dass man in diesem Retreat lernt, in die eigene Kraft zu kommen, der eigenen Intuition zu vertrauen, um die Visionen auszuleben und die selbstsicher und für sich auch erfolgreich umzusetzen. Das ist das Erste. Und das Zweite, das plane ich mit Olaf Kagi, das ist unser Intuvision Segelseminar. Das tönt jetzt nach Segeln per se, ist es aber nicht, sondern das ist ein Visionsseminar auf einem Katamaran mit einer Kleingruppe. Da folgen wir dann den inneren Stimmen, um in die eigene Kraft und das Vertrauen zu kommen im Team, in der Gruppe. Da geht es sehr stark auch um das Team, die Gruppe, und zu lernen, die eigenen Visionen eingliedern zu können in seinem nächsten Umfeld. Und dieses Intuition-Segelseminar ist vom 25. Juni bis 1. Juli. Also dies sind die zwei fixen Aktivitäten, die bis jetzt geplant sind. Es kommen sicher auch wieder Webinars dazu, aber da bin ich jetzt erst am Planen. Auf jeden Fall findet man auch Informationen zum Retreat in Panama, zum Intuition-Segelseminar in Kroatien findet man auf meiner Webseite und natürlich auch auf meinen verschiedenen Social Medias, auf denen ich auch immer wieder sehr aktiv bin. Wenn jemand mitmachen möchte bei einem dieser Seminare, wie kann man da mehr erfahren, wann es losgeht, oder sich anmelden auf deiner Website? Über meine Webseite kann man uns kontaktieren, man kann eine E-Mail schreiben, die sind auch auf meiner Webseite, findet man die, oder info@martinzoller.eu, da findet man dann die, oder da kann man uns dann schreiben und sich informieren und die Unterlagen anfordern für diese Seminare und Retreats. Super, ich verlinke es euch auch unten nochmal unter dem Video. Mhm. So, als letzte Frage, Teil deiner Berufung ist ja auch, so in die Zukunft zu schauen, ne? Und nicht zu sehen, so verstehe ich es zumindest, genau so wird es, aber Wahrscheinlichkeiten zu sehen. Wenn es so weiterläuft wie jetzt, dann wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen. Wie würdest du 2023 einschätzen? 2023 sehe ich noch ein Stück intensiver werden als 2022. Und genau deswegen finde ich, ist es auch sehr wichtig, deine Arbeit, die du machst, den Menschen zu zeigen, vertraut auf euch, habt keine Angst, euren eigenen Weg zu gehen, weil viele der Schwierigkeiten, die passieren im alten Herdensystem. Und wenn man den Weg des eigenen Wesens geht, dann findet man auch neue Herden, kleinere im Moment noch. Aber ich spüre, dass diese Herden dann jene sind, die diese Schwierigkeiten auch etwas besser angehen und umgehen können damit, weil sie einfach das Größere etwas besser verstehen, was passiert, warum. Wenn man nämlich aus der inneren Kraft agiert und nicht aus der Angst. Also man wird nicht drum herum kommen, mit Schwierigkeiten, gesellschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert zu werden, aber es geht darum, dass man das dann nicht in der Angst macht, sondern dass man das aus der inneren Kraft schöpft, aus der inneren Intuition und des Vertrauens. Der Erlöser kommt, aber er heißt nicht Trump, er heißt nicht Putin und schon gar nicht JFK Jr. Den Erlöser kann man jeden Morgen ins Antlitz schauen, wenn man ins Bad geht und im Badezimmerspiegel schaut. Ne? Jeder erlöst sich selbst. Dieses Warten, da kommt jetzt irgendeiner und rettet mich, das ist eine Sackgasse, ne? Heilsversprechen finde ich immer sehr gefährlich, weil die geben Verantwortung ab. Mhm. Ja, dieses Hinterherlaufen. Irgendjemand wird es schon richten für mich, dann komme ich ja nie in die Selbstverantwortung. Absolut. Ich mag das Wort Hopium sehr, also aus Hope und Opium. Ne? Und das Hopium. In Telegram, auch an anderen Social-Media-Plattformen, wird das viel verbreitet derzeit. Ihr müsst nur dem hinterherlaufen, ihr müsst nur uns glauben, wir wissen schon, was wir tun. Wir retten euch dann und keine Ahnung, und dann kriegt ihr Geld und ein schönes Leben. Ihr müsst nichts dafür tun, aber so ist es halt nicht. Ne? Nein, das ist die Hoffnung der Intuition und der inneren Kraft, die uns wirklich führt und leitet. Ich danke dir sehr, lieber Martin. Ich danke euch fürs Zuschauen am Löwenfeuer. Und dann freuen wir uns auf 2023, was da so alles kommt. Auf jeden Fall, und danke auch, dass ich bei deinem neuesten Filmprojekt dabei sein durfte. Es ist immer eine Ehre. Wir haben schon 2-3 Mal was zusammen gemacht. Und ich freue mich natürlich auch noch auf alles andere, was noch kommen wird mit euch und natürlich im 2023, und wünsche euch allen einen schönen Jahresausklang und eine schöne Einleitung, eine kraftvolle Einleitung ins 2022 mit vielen
ja, abwechslungsreichen, interessanten und lehrreichen Momenten. Bis später, ihr Lieben.